Welt. Es ist jetzt Anfang Mai 2020, genau genommen ist glaube ich heute der zweite. Und ich stehe hier auf unserem Baugrundstück, das ich eben mit meiner Frau erworben habe, um hier unser Bauvorhaben, ein Einfamilienhaus, umzusetzen. Man kann das vielleicht im Hintergrund auch schon erahnen. Das ist eben aktuell schon abgesteckt. Das Baugrundstück selbst ist eben noch unbebaut. Hier ist noch nicht viel passiert, bis auf eben diese Pflöcke im Boden, die das Haus so ein bisschen skizzieren sollen, damit dann, wenn die Bagger rollen, man eben weiß, wo das Haus selbst hinkommt. Ansonsten, wie gesagt, unbebaut. Das ist ja auch ein Neubaugebiet, wenn man mal so sich so ein bisschen umguckt. Es sind ganz viele Häuser gerade im Entstehen oder sind kürzlich erst entstanden. Wir sind jetzt hier in dieser Baulücke, auch die Nachzügler sozusagen, also unsere Nachbarn hier auf der einen bzw. auch auf der anderen Seite, sind soweit eben schon mit dem Rohbau fertig, haben beide schon die Fenster eingesetzt. Hier links ist auch schon das Dach drauf, auf der rechten Seite sind eben die Fenster eingesetzt, aber es fehlt noch das Dach, ist auch noch eingerüstet und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist hier schon eben viel passiert, während bei uns eben noch nichts passiert ist. Aber auch andere Häuser hier sind gerade erst im Entstehen. Insofern sind wir hier, glaube ich, ganz gut im Durchschnitt mit dabei. Ansonsten ist hier, wo ich jetzt stehe, wird nachher die Garageneinfahrt sich befinden. Also das ist jetzt hier, wenn man von der Straße drauf guckt, wenn man von vorne drauf guckt, soll hier jetzt eben die Garageneinfahrt plus die Garage hinkommen. Dann wird es daneben eben einen entsprechenden Weg geben, den wir jetzt mal entlang laufen. Der muss dann wieder gepflastert werden oder sowas in der Art. Wird man hier so um die Ecke herumlaufen müssen. Und dann kommt man eben hier an dieser Hausfassade heraus. Und hier wird sich dann auch der Hauseingang befinden auf dieser Seite. Das sind etwa 8,50 Meter auf dieser Seite und ich glaube 10,50 Meter knapp auch zur anderen Seite. Das sind drei Geschosse, also Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und einen kleinen Dachboden, wobei der dann natürlich nicht bewohnt ist, sondern in erster Linie halt Stauraum bietet und so weiter. Und ansonsten gibt's eben noch, wird es noch eine Außenanlage geben. Hier wird die Terrasse, der Terrassenbereich sich befinden und hier vielleicht eine kleine Grünanlage, muss man mal gucken. Auf dem Grundstück selbst gibt es dann eben hier, und da sind wir glaube ich sehr glücklich drüber, vorbereitet schon mal die Stromzuführung, die ist ja selbstverständlich, aber hier gibt es eben auch die Möglichkeit, oder hier sind schon Glasfaser vorgesehen. Wir werden das sogar, so wie es aussieht, zwei Glasfaseranschlüsse beziehen können, nämlich einen von der Telekom und einen von einem regionalen Anbieter hier. Und insofern, wenn das tatsächlich so weit klappt, bin ich sehr glücklich und habe hier sogar den Luxus von zwei Glasfaseranschlüssen. Genau. Ansonsten, das sieht man jetzt hier nicht, befinden sich hier wohl auch noch vorbereitet die Frischwasserzuleitung, die ist hier irgendwie wohl verbuddelt oder so. Aber da müssen sich die entsprechenden Leitungen auch schon hier befinden. Umgesetzt wird das ganze Bauvorhaben von einem Generalunternehmer hier aus der Region, beziehungsweise ein bisschen weiter ist er weg in der Oberpfalz. Aber das handelt sich hier um die Firma Probau. Die hat auch schon ein entsprechendes Schild hier aufgestellt, um eben Werbung zu machen. Die haben sich bisher zumindest sehr flexibel gezeigt. Wir sind da sehr zufrieden. Wir haben ja gerade in Bezug auf das Thema Smart Home, wollen wir eben sehr viel in Eigenleistung vor allem erledigen und auch haben da sehr spezielle individuelle Wünsche. Und die haben da bisher zumindest sich sehr flexibel gezeigt und sind alles mitgegangen. Wir hatten auch das Problem, oder wir hatten durchaus ein paar Änderungen relativ kurzfristig, nachdem der Plan schon stand. Und auch das hat soweit alles super geklappt. Bisher eben sehr zufrieden und ein sehr gutes Gefühl, dass das auch im weiteren Verlauf klappen wird. Trotz aktueller Lage, wir haben ja jetzt hier im Jahr 2020, vielleicht wird im Nachbild dokumentiert, hier so eine Corona-Pandemie. Vieles ist eben aktuell sehr schwierig, weil eben Lockdowns vorherrschen, sodass eben man sich nicht ganz besonders frei bewegen kann in Bezug auf Einkauf und Arbeit und so weiter. Und sich das Bauvorhaben sicherlich auch dadurch ein bisschen verschieben wird oder dass da zu Verzögerungen kommen wird oder zu Lieferengpässen und so weiter. Da muss man mal schauen, wie man das dann löst. Da kann man im Vorfeld relativ schlecht planen. Ansonsten wird es eben in den nächsten Tagen hier losgehen. Also da sollen jetzt in der nächsten Woche dann die Bagger rollen und eben den entsprechenden Aushub für den Keller machen. Wir haben das Glück, dass vieles von dieser Erde hier vielleicht sogar bei den Nachbarn unterkommen wird, die ein bisschen aufschütten wollen. Den Rest müssen wir dann eben entsorgen und oder selbst hier irgendwie auf dem Grundstück verteilen.
Das muss man nochmal sehen, wenn der Tiefbauer vor Ort ist und sich das angeschaut hat. Es ist wohl auch so, dass die Nachbarn hier oben ein bisschen Pech hatten und auf irgendwelche Sandsteine oder Gesteinsplatten getroffen sind und die mussten eben weggemeißelt werden. Insofern, wir haben kein Bodengutachten. Insofern müssen wir auch mal gucken, auf was wir da stoßen, ob da Gestein im Boden ist und inwiefern der das eben beeinflusst. Solange das jetzt nur Sandstein ist, sollte das laut Bauunternehmer oder laut Tiefbauer eben kein größeres Problem sein. Das lässt sich wohl relativ gut wegmeißeln, aber auch das kostet natürlich ein bisschen Zeit, dementsprechend Geld. Und das wird sich dann in den nächsten ein, zwei Wochen zeigen, andeuten und hoffentlich auch klären lassen. Genau, ansonsten freue ich mich, dass es demnächst losgeht und werde eben versuchen, den Baufortschritt hier zu dokumentieren. Zum einen für mich selbst, zum anderen, um das vielleicht auch anderen Leuten zu zeigen in der Zukunft, weil das eben doch ein Vorhaben ist, das man nicht so oft im Privaten umsetzen kann, darf und möchte wahrscheinlich. Genau, bis dann.